Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg. Zack, so, wir sind auf dem Gütermoloch oder beim Gütermoloch und ja, wir schulden dem Bahnhof im Prinzip noch einen Zug, nämlich einen, der dann Innsbruck mit Waren versorgt. Und ich würde sagen, das können wir jetzt eigentlich gleich mal angehen, dass wir hier den Zug kaufen. Ich muss schnell gucken, wir sind hier rausgekommen, genau, dann hier rüber. Echt jetzt? Was sehe ich denn da noch? Ach du grüne Neune, ist das unser Dingens? Ich glaube ja, Moment. Das führt hier rein. Ja, ja, das ist unser Dingens. Okay, das wird so nicht funktionieren, weil, ja, da wird jeder durchschnittliche Zug sagen, nö, so nicht. Das machst du nochmal. Gut, machen wir das nochmal. Da haben wir die Höhe irgendwie unterschätzt, würde ich mal sagen. Das müsste aber relativ einfach zu beheben sein. Ich brauche nicht den Strom, sondern ich brauche ein Gleis. Gerne ein älteres, langsameres, weil das ist ja ein Depot hier. Und jetzt hier rausgehen, dann die Steigung erhöhen. Dann klappt das immer noch nicht. Okay, das wird aber in Kürze klappen. Man gebe mir eine Minute. Ne, so auch nicht. Okay. Und das so machen. Und hier die Steigung haben. Beziehungsweise die Senkung. Dann hier mal diesen machen. Und jetzt hier reingehen. Jawohl, dann funktioniert's. Sauber. So, jetzt haben wir wirklich einen Anschluss an dieses Depot. Ich bin beruhigt. Welches nehmen wir denn? Ist eigentlich egal. Dieses oder dieses. Die führen beide hier an das gleiche Gleis rein. Kaufen wir mal. Jetzt würde ich sagen, Lokomotiven elektrisch, wir gucken mal ganz hier unten. Was haben wir denn hier noch, was wir in dem Sinn noch nicht verwendet haben? Was relativ cool ist. Das Teil gefällt mir schon mal auf Anhieb relativ gut. Wäre halt eine SBB-Lok, vielleicht dann doch mal wieder was Österreichisches. Da steht immer wieder in den Kommentaren, nimm doch mal wieder eine ÖBB-Lok irgendwie. Zum Beispiel, die haben wir die schon? Ich weiß es gar nicht. Was haben wir denn hier unten noch gehabt? Nochmal ÖBB. 200 km, das reicht dicke. Was ist eigentlich das hier? Das ist auch relativ schön. Das Ding. Eine Siemens ÖBB-Lokomotive. Universal-Lokomotive. Auch 200 km. Lass uns doch die nehmen. Die sieht doch relativ cool aus. Gut. Güter. Ich könnte natürlich hier hinten nochmal kurz gucken. Hier haben wir ja eben auch Güterwagen. Wir müssen einfach wieder im Prinzip, ja, halt alles, was man in einer Stadt braucht, dorthin schaffen. Beziehungsweise die Wagen zumindest zur Verfügung stellen, die das eben machen können. Jetzt kommen hier aber leider, ja, gerade nicht wirklich Wagen. Haben wir die eh schon alle verwendet? Das könnte ich auch sein. Sonst gucke ich dann gleich mal bei den normalen Dingen. Hier haben wir noch was. 120 Warenmaschinen. Das sieht doch relativ cool aus mit diesen Krandingern. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich muss auch nicht speichern, weil wir haben ja erst gerade angefangen. Oh, nee, das geht dann doch nicht. Das sind halt Fake-Einheiten. Das sind im Prinzip, ja, klar geht's. Wir sind ja eh im Schönbau. Also wirtschaftlich gesehen geht das natürlich gar nicht. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal einen davon. Und stellen da mal ein. Da soll man noch eine Kiste Ware mitnehmen. Oh, der wird da nicht rangehängt. Jetzt wird er rangehängt. Okay. Wir schauen weiter. Ich glaube, das ist genau das Problem bei diesen Güterwagen, die wir hier bei den Triebwagen haben. Viele von denen, die jetzt glaube ich nicht, aber viele von denen, die haben tatsächlich nur eine Möglichkeit, ja, einfach ein einziges Stück zu transportieren, weil sie eben wirklich im Prinzip Fake-Teile sind. Da wahrscheinlich das gleiche, da haben wir zwei. Ja, sollen wir so als Spaß nochmal so einen dahinter hängen? Ich würde sagen, ja. Okay, gut. Und jetzt werden wir aber zu den normalen Wagen kommen, sonst wird mir der Zug dann definitiv zu lang. Wir brauchen Öl. Ganz klar, beziehungsweise, was machen die hier? Oh, die sind ja auch cool. Baumaterial brauchen wir natürlich auch. Nehmen wir doch einen solchen. Dann haben wir den auch noch dabei. Das gibt einen relativ außergewöhnlichen Zug, aber das ist natürlich eh cool. So, haben wir noch irgendwo Kesselwagen? Jawohl, in rauen Massen. Zum Beispiel die hier. Kapazität 24. Da würde ich mal, damit der Zug nicht zu lang wird, maximal zwei nehmen von denen. Okay, haben wir. Dann haben wir eigentlich aber, ja, also wenn wir es genau nehmen, haben wir jetzt Baumaterial und Treibstoff. Also Waren etc. brauchen wir dann trotzdem noch. Mal hier hinten gucken, die hier, die könnten Waren, Maschinen, alles möglich. Okay, dann nehmen wir doch von denen mal welche nochmal. Erstmal Werkzeug einmal. Dann hätten wir hier die Maschinen einmal. Und dann hätten wir hier Waren. Machen wir auch mal einmal. Dann haben wir drei von denen. Jetzt die Lebensmittel haben wir glaube ich noch nicht. Da könnte man so einnehmen. Machen wir gleich mal zwei, weil Lebensmittel kann man immer mehr gebrauchen wahrscheinlich als Maschinen. Und jetzt fehlt hier noch, wir haben Baumaterial, Treibstoff, dann Werkzeug, Maschinen, Waren, Brötchen.
Dann fehlt hier eigentlich nichts mehr. Sehe ich das richtig? Ja, Waren in dem Sinne, dass wir ein paar mehr. Ne, haben wir ja hier. Müsste eigentlich passen. Habe ich irgendwas vergessen? Moment, das finden wir relativ schnell raus. Ich brauche ein Städtchen. Da. Ne, das müsste eigentlich passen. Gut, dann können wir den klonen. Weil wir haben eine relativ lange Strecke. 208 Meter geht eigentlich auch. Zack. Von wegen. Was ist das jetzt hier? Das Sägewerk. Okay, ich dachte, ich habe für ein Momentchen jetzt hier, dass wir eine Fehlermeldung haben. Aber ich habe ja hier repariert, liebe Züge. Also das müsste jetzt eigentlich schon klappen. Wir nehmen mal nochmal welche. Einfach damit wir Betrieb haben. Und das ist ein außergewöhnlicher Zug von den Wagen her. Also von daher passt das. Gut, Linie zuweisen. Das wäre hier Innsbruck. Sauber, das passt auch schon. Oh, da haben wir ein Problemchen. Okay, was haben wir für ein Problemchen? Ich tippe jetzt einfach mal auf Strom. Moment, weil vorher ging es. Das ist eigentlich immer ein Indiz dafür, dass es am Strom liegt. Ganz klar, wenn eine Linie eigentlich eingezeichnet ist und die funktioniert und dann funktioniert es nicht mehr, wenn man eine Elektrolok kauft, dann fehlt eben irgendwo Kollege Strom. Wir schauen mal schnell. Ja, ich sehe es schon. Welches ist unser Gleis? Das hier. Und da haben wir genau hier keinen Strom. Okay, weil wir den Bahnhof halt ursprünglich tatsächlich ohne Strom gebaut haben. Passt das? Das müsste passen. Und jetzt müsste das hier eigentlich auch klappen. Ja, aber jetzt haben wir wieder nur noch das Sägewerk, das rumnölt. Das da. Ach, da kommen sie ja schon. Gleich mal angucken. Na, wie seht ihr aus? 500 Loco Siemens ÖBB. Ja, das sieht natürlich schon einfach klasse aus. Das ist ein ungewöhnlicher Güterzug. Das ist eigentlich eher, ist das für den Gleisbau? Sieht fast ein bisschen so aus. Great Northern. Halt leer, der müsste dann aber irgendwann natürlich auch gefüllt sein. Hier halt auch die Wagen leider ohne Ladung. Die haben dann Ladung, wenn sie wirklich Ladung kriegen. Und davon gehe ich eigentlich aus, dass die irgendwann Ladung bekommen. Aber jetzt haben wir doch ein paar erwischt, die eben tatsächlich keine Ladung haben. Aber das ist halb so schlimm. Wir sehen das ja dann, ob das klappt oder nicht. Aber hier mit diesem Teil hier, das sieht schon phänomenal gut aus. Ich würde sagen, wir lassen den mal fahren. Habe ich hier Signale gesetzt? Jawohl, das heißt, der nächste kann raus. Und dann setzen wir uns mal in den zweiten oder dritten rein, würde ich vorschlagen. Und das nächste, was wir machen, jetzt greife ich schon ein bisschen vor. Oh, guck mal, was wir hier für einen Verkehr haben. Jetzt greife ich schon ein bisschen vor. Das nächste, was es gibt, das ist dann definitiv der Diesel-ICE, der die Metropolen anlaufen wird. Das wird die nächste Aufgabe sein, die wir angehen, die ich mit viel Spaß angehe. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird. Ich würde sagen, wir steigen hier mal ein. Wir haben sowieso eine Wartezeit und wir haben hier noch schön die Möglichkeit, Achtung festhalten, ich zappe, die Möglichkeit schnell zu gucken. Ja, auch Führerstand. Dass wir hier mal ein bisschen gucken, was wir hier noch haben. Boah, guck mal da im Hintergrund. Apropos gucken, das habe ich glaube ich ja in einem Satz fünfmal gucken gesagt. Oh, schön, wie sich das alles bewegt dort. Ehrlich, ich hab's gleich. Ja, okay, haben wir gesehen. Wir steigen wieder aus, beziehungsweise steigen wieder ein und nehmen die normale Perspektive, weil sie ganz einfach besser ist, zu mitfahren. Wobei wir müssen, glaube ich, gar nicht warten, weil wir haben die, wie soll ich sagen, die Depot-Ausfahrt ist so installiert, dass wir dann im Prinzip direkt nach Innsbruck düsen. Dann haben wir natürlich hier die Einfahrt nicht. Das würde ich aber so machen, wir fahren jetzt nach Innsbruck runter. Und dann gucken wir, dass wir hier nochmal einen Zug erwischen, der zurückfährt. Dass wir die Möglichkeit noch haben, zu sehen, wie das aussieht, wenn wir hier in den Gütermoloch reinsteuern. So, einmal über die Brücke rüber. Hier unten warten sie wieder, da fahren sie. Schön, gefällt mir. Absolut, wirklich, jetzt ist es langsam so, wie es sein soll. Jetzt fehlen noch die Gebäude, die Bemalung, die Kriegsbemalung des Bahnhofs. Nein, halt eben, dass wir hier noch Beton etc. da einzeichnen, damit das Ganze noch mal ein bisschen mehr nach Bahnhof aussieht. Und die Gebäude eben auch. Die haben natürlich überhaupt keinen Nutzen. Null. Ach komm, jetzt haben wir hier echt allen Ernstes? Tatsächlich. Warum haben wir denn hier rot? Man reiche mir, zack, das Teil hier. Hier geht's rein. Kommst du überhaupt hier rüber? Der kommt doch da gar nicht rüber. Hier teilt sich das Ganze. Der kommt vom Depot hier gar nicht rein. Dass wir da keine Fehlermeldung haben, ist noch interessant. Aber das können wir natürlich relativ schnell beheben. Indem das hier eben einfach, zack, eine Weiche gibt, die uns hier rüberführt. Ja, relativ einfach beheben, wenn es gehen würde. Na, komme ich da nicht irgendwie eine Weiche rein? Ne, geht nicht. Okay, dann müssen wir halt gucken, ob wir das hier schaffen. Ja, hier geht's. Ich hoffe, es gibt eine Weiche und nicht eine Kreuzung.
Na, jetzt bewegt er sich wieder sauber. Die Weiche können wir ignorieren, weil die stört dort nicht. Die wird jetzt nur von den Zügen genutzt, die aus dem Depot rauskommen. So, eben, und dann gucken wir tatsächlich, dass wir noch einen erwischen auf der Rückfahrt. Wo wir dann eben sehen, wie das hier aussieht, wenn wir hier reindüsen. Wir sollten eigentlich relativ freie Fahrt haben, weil wir doch eigene Gleise haben. Im Gegensatz zu den Kollegen hier nebenan. Kollege Diesellok, der muss warten mit seinem Anhängsel, was er hier hat. Aber eh cool. Weil, ja, die sollen auch mal ein bisschen stehen dürfen. Das ist kein Ding. Wir machen das sowieso so. Der linke Bereich des Gütermolochs, wenn man jetzt hier im Prinzip unseren Rücken betrachtet, dort werden die Züge schlängeln, machen und tun. Das heißt, da werden eben auch einige warten. Und im rechten Bereich, wenn wir uns jetzt eben umdrehen und gucken, da wo wir jetzt im Prinzip auch waren, wo wir gestartet sind, dort machen wir das Ganze, was ist das denn für eine Weiche hier? Dort machen wir das Ganze, das werde ich noch reparieren, das Ganze so, dass dort die Züge relativ gerade reinfahren können, damit wir eben beides haben. Dann haben wir auf der eher rechten Seite dann eben tatsächlich einfach, ja, Züge rein, Züge raus, Züge rein, genauso wie das eigentlich sein soll. Und auf der anderen Seite wird immer einer schlängeln oder vielleicht zwei sogar im Idealfall. Und der Rest, der steht halt dann ein bisschen zurückgestaffelt. Der stört uns dann auch nicht, weil, ich sag's nochmal, wir spielen ohne Kosten. Also ist es egal, ob die Züge irgendwie wirtschaftlich sind oder nicht. Das soll einfach cool aussehen. Das haben wir eigentlich, glaube ich, früher auch so gemacht. Wir hatten da halt nicht den Gütermoloch so einen großen. Aber ich kann mich erinnern, war das in Zürich in einer früheren Staffel. Da hatten wir auch auf der einen Seite eher so ein bisschen, dass sie Schlängel machen und tun. Und auf der anderen Seite dann eben, dass da wirklich gleichzeitig auf fünf Gleise verteilt, fünf Züge rein, raus. Und zwar nonstop. Und sowas ähnliches möchte ich hier eben auch. Da oben ist gerade noch der Kollege IC durchgedüst. Den würden wir noch sehen, weil wir docken jetzt dort ein bisschen an. Allerdings den sehen wir mit Sicherheit nicht mehr, weil der ist ein bisschen schneller wie wir. Mit unseren 65 km/h. Oh, da ist aber wieder einer. Ja, eben. Wenn man natürlich genug Züge drauf hat, dann hat man tatsächlich den Effekt, dass man die eben auch die ganze Zeit sieht. So, hier einmal über den Fluss rüber. Da unten sehen wir noch, ist das Kollege Graf Zeppelin oder wie das Schiff heißt? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich bei Schiffen nicht wirklich aus. So, hier wird es viergleisig. Da vorne der Stadler Kies. Ja, wir sind relativ gemütlich unterwegs. Irgendein Wagen ist dort offensichtlich dann doch auf 65 beschränkt. Das habe ich jetzt gar nicht geachtet. Das ist mir aber auch komplett egal. Muss ich nochmal sagen. Weil es einfach cool aussieht hier mit diesem Wagen. Wir steigen mal ganz kurz aus. Sorry, weil ich möchte den mal noch kurz in freier Fahrt sehen. Oh ja, den Fahrzeugersatz müsste ich tatsächlich auch schon mal wieder machen. Das ist auch schon da ein, zwei Wochen her. So, schön gemütlich dieser schwere Zug. Das wäre auch falsch, wenn so ein schwerer Zug mit solchen schweren Baumaschinen etc. hier irgendwie mit 160 Sachen durchdonnert. Würde mir auch nicht gefallen. Das sieht doch nett aus hier mit dem Kran etc. So, steigen wir wieder ein. Wir wollen hier noch mitfahren. Ja, da kommt das Gegenteil. Der ist 240 km/h schneller. Zumindest wenn er gerade 300 drauf hat. Und das kann gut sein, dass das gerade 300 km/h waren. Wobei er fährt, ja, ich weiß nicht, ob das 300 waren. Vielleicht ist er auch schon am Bremsen. Ist auch egal, er war auf alle Fälle schneller. Da, guck mal. Ja, schöne Grüße, wenn ihr da seid. Wir haben noch ein paar Meter. Soweit ist es allerdings nicht mehr. Wir düsen nach davon. Da müsste ich dann vielleicht noch ganz kurz gucken, ob er in Innsbruck selber das Gleis von vorne, das ist klar, das ist unser Gleis. Aber fährt da nicht auf der Rückseite noch einer rein? Eine Linie? Ich weiß es nicht. Das muss ich noch gucken. Kann sein, dass ihr das vielleicht sogar schon in die Kommentare geschrieben habt, aber eben dadurch, dass ich immer ein paar Folgen am Stück aufnehme, kann ich das noch nicht gelesen haben. Weil die Folge von gestern, wo ich das gebaut habe, oder vorgestern, keine Ahnung, also die Folge von vorgestern, die ist noch nicht online. Die kommt erst raus. Und von daher kann ich noch nicht wissen, was dort für Kommentare stehen. So, hier wieder die Baustelle, genau mit dem Häuschen, das haben wir ja hier extra umfahren, das Ding. Gefällt mir auch sehr gut. Und da kommt wieder einer daher geschossen. Ah, dieses Spiel. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie in den letzten 3-4 Folgen jedes Mal gesagt, dieses Spiel. Aber es ist halt einfach dieses Spiel, es ist halt wirklich einfach... Ja, Transportfieber 2. Ich weiß immer noch nicht, wann es rauskommt. Vielleicht wisst ihr es jetzt schon, weil Urban Games hat ja angekündigt, sie werden das demnächst publik machen.
Und diese Folge hier, vom Datum her, nachdem ich jetzt hier aufnehme, wie soll ich das erklären? Das dauert nochmal etwa 4 Tage, glaube ich, bis diese Folge, die ihr jetzt seht, dann wirklich online ist. Also ich habe die von euch aus gesehen 4 Tage früher etwa aufgenommen. Und da kann es sein, dass ihr in 4 Tagen natürlich schon wisst, wann Transportfieber 2 kommt. Ich bin gespannt. So, dort hatten wir noch einen unbeschrankten Bahnübergang. Würde ich vielleicht auch noch ändern. Dann haben wir da oben noch irgendwie eine Weiche gehabt, die nicht passt. Das können wir auch noch ändern. Dann haben wir hier tatsächlich nochmal 1, 2 Aufgaben. Und LKWs haben wir hier in Innsbruck natürlich wahrscheinlich auch nicht. Wobei haben wir nicht... Moment, jetzt fällt mir gerade ein. In Innsbruck hatten wir doch aber auch schon LKWs installiert. Hat sich hier noch irgendwo ein Güterbahnhof versteckt, den ich nicht gesehen habe? Ich meine, es ist egal, weil die Idee war jetzt tatsächlich, dass wir die Sachen hier abladen. Ja, ich muss mir das nochmal kurz ansehen. Und zwar alles. Also eben, ob hier oben nicht vielleicht doch noch ein anderer Zug reinkommt. Das möchte ich natürlich, wenn es geht, verhindern. So, der Metronom kommt da gerade daher. Da habe ich mich ja, glaube ich, korrigiert. Ich habe einmal gesagt, der düst in Österreich rum, so einen Käse habe ich schon lange nicht mehr erzählt, weil der düst tatsächlich in Norddeutschland rum. Aber das habe ich, glaube ich, noch geändert. Also Linien. Ne, hier kommt keiner daher. Aber was ist das denn für ein Gleis? Wo führt das denn hin? Ach, schau an. Ja, ist ja wohl nicht wahr. Hier, ja, ich wusste doch, dass wir hier irgendwo LKWs haben. Haben wir die auch tatsächlich? Moment, Linien? Nee, haben wir nicht. Hä? Wann habe ich den denn gebaut? Ich glaube, den habe ich gebaut und dann ignoriert. Kann das sein? Was habe ich denn jetzt wieder angestellt? Come on! Ja, der ist doch ganz neu. Ganz klar ist der ganz neu. Im Prinzip wollten wir hier rein. Das ist ja interessant. Okay, und dann habe ich mich, glaube ich, tatsächlich irgendwann entschlossen, dass wir hier reingehen. Naja gut, das werden wir noch kurz enden. Oh, das wird wahrscheinlich auch. Oh, das wird zu Kommentaren führen. Entschuldigung, Entschuldigung, aber ist ja kein Drama. Mein Gott, was soll's? Wir schnappen uns die Linie. Wir fahren hier einfach durch, würde ich vorschlagen. Also, Innsbruck Güterzug. Der düst nicht nach hier hin. Machen wir kurz Pause, sonst drehen sie und machen sie wieder. Das muss nicht unbedingt sein. Und der soll nach hier hinten rein. Ja, und dann sieht man, da klappt das nämlich auch. Sauber, dann passt das mit dem Innsbrucker Güterzug. Aber jetzt wollen wir natürlich hier eigentlich auch noch weiterfahren. Da kommt, glaube ich, eh schon der nächste. Ne, der fährt schon wieder zurück. Okay, wir brauchen den nächsten Zug. Der kann eigentlich nicht ewig weit weg sein, der wäre hier. So, wir steigen ein, beziehungsweise wir lassen laufen. Dann fahren wir das jetzt nochmal mit. Ich mache ja mal schneller. Auch wenn mir das überhaupt nicht gefällt, das kennt ihr. Dieses Tiefliegende ist aber nicht meins. Oh, guck mal, das ist ja eine Rakete und kein ICE mehr. Aber mir geht es darum, ich möchte jetzt tatsächlich eben noch den Rest der Strecke mitfahren. Okay, ich mache wieder langsam. Ich gebe mich geschlagen. Ah, das Geräusch ist halt auch wieder einfach einmal mehr nur cool. So richtig schön Zug halt. Und jetzt habe ich gerade noch gelesen, jemand hat geschrieben, mein Gott, sind diese Bäume hässlich. Ja, mein Gott, es ist halt Herbst. Also, ich weiß nicht. Der eine empfindet das als hässlich. Hallo ICE. Und der nächste findet das wunderschön. Ich weiß auch nicht. Ich finde es so irgendwo zwischendrin. Also, mich haut die Mod auch nicht aus den Socken, aber es ist halt herbstlich. Und eben, wir gehen dann ja irgendwann in Bälde zur Schneemod über. Also, das dauert vielleicht noch 7, 8 Folgen. Viel länger wahrscheinlich nicht mehr. Weil, ja, und sitzt halt dann doch Transportfieber 2 ein bisschen im Nacken. Also ich möchte die Sachen, die wir jetzt hier geplant haben, schon noch irgendwie durchkriegen. Werden wir auch. Sonst, wir machen das einfach parallel. Ist mir egal. Also dann nehme ich mir die Zeit. Dann muss die Arbeit zurückstecken, das ist mir egal. Weil ich möchte hier nicht auf einen Schlag aufhören. Also dafür ist mir Transportfieber 1 dann auch zu wichtig, als dass ich das so beenden würde im Stil von, so, jetzt kommt der Nachfolger, jetzt hast du deinen Dienst getan, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Also das möchte ich eigentlich verhindern. Das wäre für mich einfach auch kein schönes Gefühl. Ich möchte Transportfieber 1 beenden. Ja, gerne mit einem Special, dass wir eben uns die ganze Anlage dann nochmal ansehen. Und dafür müssen wir eine Anlage haben. Das ist auch klar. Wir können nicht eine Anlage zeigen, wenn wir die dann noch nicht haben. Worauf wartest du? Ach, wir haben jetzt natürlich hier hinten... Da fährt der andere schon rein. Wir haben hier keine Signale. Sehe ich das richtig? Ja, das sind noch keine Signale. Okay, dann machen wir die. Wie kann man denn den Bahnhof dort vergessen? Ja, das frage ich mich auch. Also, wir düsen hier raus. Haben wir eine Weiche? Ne, müssen wir eigentlich auch noch machen. Egal, wir machen jetzt erstmal Signale hin. Einmal hier. Dann machen wir hier eins. Ich möchte... da haben wir doch schon eins. Okay, ich möchte dort nicht das Ganze ausbremsen.
haben wir hier noch einen Block hin. Und hier haben wir eine Weiche. So, können wir zack hier hinsetzen. Jetzt müsste der andere eigentlich auch fahren können. Sehen wir den? Wo bist du? Hier unten. So, gleich wieder einsteigen, weil eben, jetzt fahren wir den Rest noch mit. Ich werde hier noch schnell gucken, dann wegen einer Weiche. Jetzt haben wir aber doch noch ein, zwei Sachen, die wir machen müssen. Eben irgendwo die Weiche da oben, die nicht fertig ist. Diese Weiche hier. Und ja, den unbeschrankten Bahnhof hier in Innsbruck. Den müssen wir auch noch beheben. Und was wir eben natürlich auch noch machen müssen, die LKWs installieren. Hier haben wir doch eine Weiche. Was erzähle ich denn? Gut, sauber. Alles schon so gebaut, wie es gedacht war. Und dann komplett ignoriert. Und dann wollen wir den normalen Bahnhof verwenden. Hallöchen, Metronom. So, und jetzt müsste uns hier ja eigentlich einer entgegenkommen. Oder muss der warten? Das kann auch sein. So, bitte noch bauen, liebe Innsbrucker. Guck mal, einige schöne Häuschen haben sie hier schon. Aber jetzt hier haben wir noch so viele freie Fläche. Ihr dürft gerne noch ein paar Häuschen hinstellen, weil sonst machen wir das dann. Da kommt der Kollege daher. Schön. Eben, aber hier fehlen die Häuser, das ist auch klar. Das werden wir irgendwann in einer Folge mal angehen. Das ist ein Depotgleis hier. Das war tatsächlich einfach in den Metropolen, würde ich sagen, mal die Städte entsprechend vergrößern mit frei platzierbaren Stadtgebäuden. Das war nicht immer, wenn wir fahren, denken, hier müssen sie noch bauen, sondern eben, dann machen wir das eben selber. Wird eben selber gebaut, was soll's. So, Einfahrt in den Bahnhof, dann ganz kurz die Sachen machen, die wir müssen. Und dann eben noch hier die LKWs installieren. Und dann gehen wir zu dem, was wir dort hinten jetzt sehen. Nämlich ICs, allerdings in der Dieselvariante. Und diese Dieselvariante, die wird dann die ganzen Metropolen anlaufen. Da hat sich tatsächlich schon jemand, vielen Dank dafür, die Mühe gemacht und eine Strecke rausgesucht, also von wo nach wo das am nächsten Sinn ergäbe. Das werden wir uns dann ansehen. Ja, in der nächsten Folge. Bevor wir natürlich losbauen, werden wir gucken, wie wir das machen. Und wir werden mit dem Diesel-IC, würde ich vorschlagen, wenn es irgendwie geht, Gleise benutzen, die wir schon haben. Also weil es irgendwie möglich ist, dass wir diesen Metropolen-Service haben. Eine Universallinie wurde auch noch eingefordert, dass wir so eine wieder machen. Von Stadt zu Stadt. Das können wir auch, aber das wird auch noch mal ein Momentchen dauern. Gut, da täten wir. Jetzt müssen wir dir kurz helfen, dahingehend. Also hier die Weiche haben wir. Dann könnte man hier aber auch noch mal ein Signal hinstellen natürlich. Das wäre dann plus minus hier. Da geht es nicht, da ist das Portal. Da machen wir die hier hin, das ist egal. Dann schauen wir, hier unten war der unbeschrankte Bahnübergang. Da ist eh gerade einer unterwegs. Könnte man eigentlich auch fast lassen. Hier geht es Richtung Feldweg. Dann haben wir sowas auch mal noch drin. Sonst haben wir überall die Schranken. Also dann hätten wir das geklärt. Wir düsen. Moment, jetzt muss ich die Strecke natürlich im Auge behalten. Zurückfahren wollten wir auch noch, das können wir auch noch kurz machen. Also nicht den ganzen Weg, beim besten will nicht, sondern da oben die Einfahrt in den Bahnhof rein. Ach so, hier geht das in die Richtung, genau. Und hier irgendwo war so ein Gleis, das wollte so ein bisschen, genau, so ein bisschen Weiche spielen. Hat aber nicht ganz geklappt. Das gucken wir uns kurz an. Hier ist ja, nehme ich an, keiner drauf. Halt, ich brauche ein Gleis, nicht ein Signal. Kriege ich das hier noch rübergezogen? Nee, das klappt nicht. Deswegen hat das hier nicht funktioniert. Haben wir hier irgendjemanden drauf? Nee, das Gleis ist frei. Okay, dann können wir das auch im Prinzip hier nochmal abreißen. War auch nicht möglich. Ja, da muss ich die Straße kappen. Möchte ich nicht. Sagen wir, dass das Gleis hier aufhört? Das ist ja irgendwie auch doof. Kann ich hier nicht irgendwie rein? Doch. Doch, hier komme ich rein. Zack, aber nicht das... Ja, jetzt wechselt... jetzt ändert die Linie ja Gleis. Okay, ist eigentlich okay. Hier kommen sie doch zusammen. Also das ist Schnuppe, das können wir so lassen. Die dürfen hier eigentlich durchfahren, wo sie wollen. Hauptsache, sie fahren da hinten dann ins richtige Gleis rein und das ist vom Spiel her vorgesehen. Gut, also, wir haben hier die Weiche. Dann haben wir dort den Bahnübergang. Und dann sagte ich noch, was brauchen wir noch? Ja, die LKWs, ganz klar. Aber hier? Ja, was war doch noch? Ich weiß es nicht mehr. Okay, eins habe ich vergessen. Hier passt das eigentlich alles. Gut, dann gehen wir hier noch kurz dazu über, die LKW-Linien zu machen. Wobei, ich gucke auf die Uhr. Ja doch, die, das schaffen wir noch. Also, wir bräuchten hier, zack, das hier. Wir müssen nach da hinten. Wir müssen hier hin. Es würde eigentlich vom Weg her mehr Sinn machen, wir würden hier anhalten. Dann könnten wir hier, wenn wir nämlich schnell schauen. Ja, ganz den Bereich haben wir nicht. Wenn wir gucken, wir kommen hier nicht in Richtung Industrie, aber fürs Gewerbe wäre es okay, hier abzuladen. Das werde ich jetzt aber lassen. Ich möchte, dass der Weg hier erhalten bleibt. Also,
Das würde heißen, wir brauchen hier... Moment, ich hab's gleich. Den Kollegen hier. Wo ist er? Zack, dich. Und dann halten wir. Sagen wir mal hier. Das wäre dann das Gewerbe. Und halten hier unten. Das wäre die Industrie. Okay, neue Linie. Von hier nach hier. Und nochmal eine neue Linie. Von hier nach hier. Okay, das passt. Dann wäre die braune Linie. Das wären die Industrie-LKWs hier. Also Innsbruck. Was schreibe ich denn dort wieder? Moment. Diese Tastatur. Ich sage es immer wieder. Also passt. Okay, Innsbruck, LKW. Industrie haben wir gesagt. Okay, das würde passen. Dann haben wir die hier noch. Diese Linie, diese neue. Das wäre dann wieder Innsbruck. Stimmt's jetzt? Doch, müsste. Innsbruck, ich lerne schon noch. LKW, Gewerbe. Okay, das passt auch. Wir machen hier zu. Haben wir hier ein Straßenfahrzeugdepot irgendwo? Ich glaube hier vorne. Das müsste doch eins sein, tatsächlich. Straßenfahrzeuge kaufen. Ihr ahnt es, genau. Jetzt gibt es halt wieder die generischen. Weil wir müssen sicherstellen, dass wirklich alle Materialien auch wirklich ankommen. Beziehungsweise abgenommen werden. Einmal so, so. Wir werden hier mal bunt mischen. Lassen die auf Automatik. Dann wäre das hier Gewerbe. Das haben wir. Dann gibt es die nächsten. Wieder wild bunt gemischt. Das wird halt vom Fahrzeugersatz natürlich wieder demoliert, aber das wissen wir. So, ein noch. Und dann gibt es hier Linie zuweisen. Industrie. So, und jetzt mache ich, weil ich beim letzten Mal hier einen Fehler hatte, also nicht hier in Innsbruck, sondern beim Zuweisen, kurz die Kontrolle. Zack. Wir haben das hier vielleicht noch aktivieren. Auf der Gewerbelinie Fahrzeuge und wir haben hier auf der Industriefahrzeuge. Das funktioniert. So, und jetzt möchten wir natürlich kurz noch die LKWs sehen. Da haben wir sie. Gut, dann hätten wir das abgeschlossen. Dann würde ich sagen, wir können eigentlich in der nächsten Folge relativ zügig gleich mal dazu übergehen, die ICE Diesellinie zu machen. Und ja, cool, da freue ich mich drauf. Und ja, weil wir können, sitzen wir jetzt hier noch kurz rein, stehen wahrscheinlich im Stau. Ja, es geht eigentlich. Wobei, jetzt dort haben wir eine Horde, die über die Straße will. Ich schnapp mir den mal noch kurz, dass wir hier noch ein bisschen fahren. Allerdings, ich werde mich jetzt hier mal verabschieden. Machen wir das mal so, statt dass wir einen Zug betrachten, der an uns vorbeifährt. Werden wir mal kurz, was haben wir denn da hinten links noch Schönes? Das muss ich mir beim nächsten Mal noch ansehen. Wir sagen Tschüss hier aus dem LKW, würde ich vorschlagen. Ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sehen wir uns morgen wieder, hoffe ich, zum Bau der ICE Dieselstrecke oder zur Umnutzung der Gleise, die wir schon haben, dass dort der ICE Diesel dann eben auch fahren kann. Danke fürs Zusehen, bis dann, macht's gut, tschüss.